Willkommen zurück bei 2D Zocken. Es geht weiter mit unserem Let's Play zu Subnautica. Juhu! Kommunikator wird gleich mal aktiviert. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Bei Coordinates Pod 3 attached. waren wir schon. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Okay, wir wollten ja sowieso zu dem anderen Signal hin. Und zwar hauptsächlich, um Bauteile zu finden, die wir scannen können. Und dann können wir auch erstmal zu ihr. Weil ich fühle mich ein bisschen verpflichtet, ihr zu helfen, weil das war ja ein Notsignal. Und ich finde, wir sollten zur Tat schreiten und sie retten. Ich finde die hier nicht. Rettungskapsel 6, oder? Ja. Komisch. Nö. Ich sehe sie jetzt auch nicht. Ja, was ist los? Na, komisch. Bug. Oder? Ja, ich habe gerade überlegt, ob es halt sein kann, dass wir nur so und so viele Signale haben können, aber das geht nicht, weil wir die ja nicht löschen können, sondern nur ausblenden. Also kannst nicht dann an sowas liegen. Außerdem haben wir noch unsere eigene Signalboje. Da können wir auch, glaube ich, unendlich von stellen. Stimmt, das kann uns das. Ja. Ach Mann, schade. Schade. Was ich jetzt gerade nochmal machen würde, wäre. Ja, was denn? Kupfererz, Titan holen. Und jetzt, Moment. This is Officer Keane in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Okay, stand da jetzt, dass die Daten unbrauchbar sind? Jetzt haben wir den dabei. Die 19 ist die. Okay. Ach, Officer Keen, der seinen Captain getötet hat und jetzt endlich selber Captain ist. Richtig. Blöd ist er nicht. Nee, was ich sagen wollte, ich hole mir jetzt noch einen Titan hier. Und dann baue ich noch eine Signalboje, falls wir vor Ort irgendwas Cooles sehen. Ich baue zwei Signalbojen. Na, dass wir wieder Signalbojen dabei haben. Dass uns nicht mehr passiert wie auf der coolen Insel, dass wir sie uns nicht markieren können. Richtig. Ja. Okay. Gut, die Fische können wir rausschmeißen oder essen. Wir sind ready. Oh, dann kann's losgehen. Hast du... Ja, sehr gut. Guck mal, die ist jetzt sogar 300 Meter tief. 300 Meter sollten wir aber eigentlich schaffen. Packen wir. Wenn wir... Also ich hoffe mal, dass sie nicht in einer Höhle ist. Denn wenn wir... nicht durch, also wenn wir nicht erst irgendwo durchschwimmen müssen, um dann aufzutauchen, dann schaffen wir das. Wow. Da ist wieder ein großer. Das sind sogar zwei. Das sind kleine. Glaube ich, oder? Ja, aber zwei von denen halt. Ja. Sind wir gerade gesprungen? Ja. Wie ein Delfin. Wir haben geplatscht. Ist auch ganz schön weit weg, ne?
Ach so, ja, warte, ich habe jetzt gerade, ich sehe es gerade gar nicht. Ja. Und dann halt noch eine ganze Ecke tief. Oh, da geht's nach unten. Hier ist auch wenig. Ziemlich kaputte Gegend. Ja, es sieht so aus, als würden wir ins Nichts schwimmen. Heftig. Aber viele Trümmer, was bedeutet, wir können viel scannen. Und das wiederum ist sehr gut. Gehen wir erst zur Kapsel? Ja, können wir machen. Ah, ist das etwa ein Rubin? Okay. Ich weiß, keine Schwarzmalerei, aber wenn es hier so gute Materialien gibt, könnte es auch gefährlich sein. Ja. Moody? Ah, nee, das ist die vom Keen, ne? Ja, aber hier liegt nicht mal ein PDA oder so. Doch. Aufzeichnung des zweiten. Das ist gerade eine kleine Schnitzeljagd. Und hier ist eine Datenbox mit einer Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Ja! Oh, geil. Yeah! Oh, warte, wir konnten da noch was machen. Apropos Kapazität. An der Stopp. Wir haben 39. Okay. Los! Wir kommen gleich zurück. Ja, sehr gut. Wir müssen sowieso noch ganz schön viel scannen. Aber wir haben noch über 100 Meter. Wir haben jetzt auch keinen Oberfläche. Zeitdruck, oder? Nö, ich glaube einfach, dass das zweite eingezeichnet wurde. Gut, dann würde ich nämlich gerne ganz kurz jetzt mal gucken, was wir da gefunden haben. Also was da steht. Wo? Wir haben doch, haben wir nicht irgendwelche neuen Einträge bekommen? Nee, jetzt Infos meine ich. Nee. Wir haben die zweite Aurora-Treffpunkt Trockenes Land bekommen. Trockenes Land? Der eine hat doch gesagt, er würde hier jetzt, Kapitän ist tot. Letzte Handlungskapitän nur die Koordinaten vom Trockenen Land zu geben. Wir treffen uns. Und dann kam doch Treffpunkt Koordinaten unbrauchbar. Ja. Die haben wir jetzt unten geholt. Ach, das deswegen sind sagte die. Ich ja Schnitzeljagd. Okay. Quasi. Mit hoher, wo ist die ultra hohe? Haben wir nicht gerade Ultra? Doch, haben wir. Die, weiß ich nicht, vielleicht ist die weiter unten? Da. Modifizierungsstation. Lithium 4 haben wir, ne? Ja. Ja, dann können wir die bauen. Sehr cool. Ich hoffe, wir treffen das Loch. Okay, was du redest. Wir kriegen das hin. Ich weiß ja nicht, was du denkst. Ich spiele Subnautica. Ich sag einfach, nö. Nö, ich lasse dich jetzt gar nicht produzieren. Ja, genau, nimm die mal mit. Wo waren die Kapsel? Ich glaube rechts. Hier so? Wird die uns jetzt nicht mehr angezeigt? Nee. Was denn das? Oh. Scan doch mal. Laden wir hier Luft auf? Nein. Fremde Ventilationsöffnung. Zieht Wasser, pumpt es unbekannten Ort. Warmes, sauerstoffarmes Wasser wird ausgestoßen. Ach, wie cool.
cool. Die sagen uns, dass es Fische gab, die da heile rausgekommen sind und sagen uns quasi damit, später können wir schön da durch die Kanäle tigern und diese Alien-Agenten erforschen, die uns da auf den Fersen sind. Jupp, bin ja schon auf dem Weg. Ah, es ist echt tief. Gott sei Dank haben wir diesen Gleiter. Ich bin auch nach erster Enttäuschung froh, dass wir ihn haben. Ja, es tut mir ein bisschen leid. Wir haben ihm Unrecht getan. Er hat uns schon sehr, sehr, sehr viel geholfen. Was? Ist das einer von den Agenten gewesen? Warte mal, stopp. Wurden wir jetzt katapultiert? Nee. Wurden wir jetzt geswappt oder sind wir jetzt gerade einfach direkt davor aufgetaucht? Wir sind einfach aufgetaucht. Es könnte auch sein, das Viech hat uns ja gestochen, ne? Ja. Vielleicht haben wir doch irgendwas abbekommen. Vielleicht hat er uns auch einen Peilsender reingepiekst. Diese Möglichkeiten. Keine Ahnung, aber guck mal, hast du gesehen, wie du letzte oder vorletzte Folge gesagt hast, hier ist das Wasser wieder so grün. Hm. Wenig Leben. Ich verstehe nicht, warum ich den auf sichtbar mache. Nee, wir können den nicht mehr... Okay, ich will nochmal runter, weil wir hatten auf jeden Fall noch irgendwas zu scannen. Doch. Jetzt hat das geladen. Ja, wir hatten einiges, aber oh Gott, ist es jetzt dunkel geworden? Jupp. Uiuiui, Dave. Okay. Wir schaffen das. Wir machen das. Wir müssen. Ja, wir müssen halt echt alles scannen, weil wir unbedingt dieses Mehrzweck-Dings brauchen. Aufschneiden zum Betreten. Dafür brauchen wir den Laser. Ich hau hier mal eine Boje hin. Oder nee, wir können uns merken, dass es bei dem anderen Signal war. Ja, und dann können wir die Boje an die Insel pappen. Ich habe Angst, dass die Prints immer beisammen liegen und ich den Mehrzweckraum... Was übersehen hast, meinst du? Nur zur Hälfte hab. Aber ich... Dann wird es mehrere Orte geben, an denen mehr Mehrzweckräume sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so Ausschlusskriterium ist. Oh, wenn du da nicht super vorsichtig warst, dann kannst du dich nicht erweitern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre irgendwie ganz schön mies. Das Spiel ist aber auch ein bisschen mies, ist es. Es ist vor allem unglaublich mehr, als wir dachten. Oh ja, und dann ist es enttäuschender Quarz, den es einfach überall gibt. 30 Sekunden. Wir bräuchten diese Ultra-Tauchflasche. Ja, wenn wir das nächste Mal nach Hause kommen, dann bauen wir die auch, weil die können wir ja schon bauen. Na, stand ja Mehrzweckfunktionsfabrik. Vielleicht brauchen wir Ach da so, einen anderen. Ach so, oh Gott, das können wir gar nicht, weil wir brauchen eine Aufwertstation quasi. Hm. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich fürchte auch. Ja, sonst wäre sie oben in der anderen Auswahl gewesen. Verstehe. Ja gut, aber dann ist ja alles auf dem Plan. Wir sind zwar ziemlich weit unten, ich will trotzdem, dass Tag wird. Ich will... Ja, ich finde, man merkt das trotzdem unangenehm, wenn es dunkel ist, weil es ist ja dann... Da fehlt schon Lichteinstrahlung. Es war heller, als wir das erste Mal hier unten waren. Siehst du? Bisher habe ich hier alles vollenden können, was ich angefangen habe. Ja, aber ich will jetzt nicht, dass du dir Vorwürfe machst, weil du das Ding nicht fertig gescannt hast. Das wussten wir ja da noch gar nicht. Also, ich bin mir sicher, wir werden... Oh, oh. Das war so ein Schatten. Ey, uns hat er was angezapft.
Alter! Sag mal, ich glaube, da hat ein Vogel. Ist halt dunkel, ne? Ich muss hier jetzt einfach mal ein bisschen gucken. Ja, ich glaube, wenn wir das nächste Mal aufgetaucht sind, dann wird es vielleicht auch schon wieder hell. Super wichtig. Ja. Ja. Können wir uns dann draufsetzen und Captain Kirk spielen. Ich wollte gerade sagen, auf der Brücke Kommandos geben. Sehr schön, das machen wir. Wir könnten natürlich auch noch mal ein bisschen so die alten Fracks durchgehen. Ob wir nicht einen Mehrzweckraum finden. Ja, aber ich glaube, das Spiel lässt uns dafür überhaupt keine Zeit, weil so viel passiert. Und jetzt haben wir schon, ich meine, wir wollen jetzt Wrackteile scannen und gleichzeitig sind wir aber schon vorne an neuen Inseln, die wir auch erkunden wollen. Ja. Ich gebe dem Drave gerade total blöde Zeichen, dass er bitte auftauchen soll, um den Mond anzuschauen, damit ich danach ein schönes Thumbnail draus machen kann. Habe ich jetzt erst gecheckt, als du es gesagt hast. Ja, ich habe es mir gerade gedacht. Ich habe einfach nur irgendwelche Zeichen gegeben. Nach oben und dann nach rechts. Okay. Wir wollen auf jeden Fall nochmal zum Signal. Du hast da, glaube ich, noch was gesehen, ne? Oh, du, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da noch was gesehen habe, aber so grundsätzlich, ach cool, so grundsätzlich glaube ich dran, ach, jetzt sind wir bei der Kapsel, ja, stimmt. Hier haben wir jetzt die Sprachaufzeichnung. Okay, ja, genau, die Zeitkapsel, die habe ich gesehen. Lonely. Ich lasse das unkommentiert. Aber ich möchte kurz einen sehr guten Freund von uns zitieren mit alleine hier. My lady. Okay. Yes, ein Reginald. Jetzt hat sich die Reise schon gelohnt. Ja, das Spiel ist einfach süß, ne? Es fand ich nicht so süß, wie du es. Ja. Schade. Ja gut, auftauchen, sag ich mal. Ja. Und dann gehen wir zum zweiten Treffpunkt. Zur Insel. Ist das die Insel? Oh, ich hab's gehofft, ich will unbedingt auf die Insel. Und jetzt geht auch gerade die Sonne auf. Perfektes Timing. Ja. Dass man jederzeit neue Sachen für sein Haus, für seine Wohnung, für sein Reich finden kann. In Bauplänen. Stühle, Kaffeemaschinen und so weiter. Was ist das? Hallo? Die Insel steht nicht auf dem Meeresgrund, die Insel schwimmt. Also manchmal verschlägt mir das Spiel ein bisschen die Sprache. Das ist so schön. Oh mein Gott, ist das schön. Da ist was. Da ist was, ja. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Wieso wird es jetzt schon wieder dunkel? Es war doch gerade schon dunkel. Ah nee, da ist nur ein Planet, der vor der Sonne vorbeifliegt. Eine Sonnenfinsternis. Verarsch mich. Was hat das Spiel denn bitte nicht? Oh, guck mal, das sind deine erklärten Erzfeinde. Ich
Ja, das soll nur herkommen. Nicht so nah. Und auch nicht wehtun? Ich bin gerade auf ihm geritten. Der hat mich gerade mitgenommen. Das kleine Ding. Ja. Oh, schau mal bitte, was die Sachen machen. Vielleicht müssen wir... Samen. Ah, okay. Ach, ich dachte jetzt, weil die grün sind. Aber stimmt, das war ja einfach nur, weil wir sie vom Land haben. Gibt es denn hier unsere coolen Bäume vielleicht? Oder andere coole Bäume? Dann können wir nämlich unsere Wasserflaschen in petto behalten. Da! Und dann vielleicht noch ein Medikit? Haben wir nicht dabei. Doch, genug. Entschuldigung. Schon okay. Und mal wieder speichern. Okay, diesmal ohne Timer auf der Insel. Auch schön. Und das sind normale Bäume, die nicht mal zu scannen gehen. Okay. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, waren wir schon exakt beim Signal? Nö. Dann würde ich da gerne hin. Ja, bin auf dem Weg. Muss vorher aber alles scannen. Ja, nicht einsammeln. Die haben wir alle wieder rausgeschmissen letztes Mal. Da oben ist was. Sieht aus wie ein großes Mike. Jupp. Dass wir halt jetzt echt noch Inseln erforschen können, ist... Wie schön! Oh, bitte nein. Okay. Puh. Ach, wir sind jetzt einfach in der Mitte der Insel. Und da liegt auch ein Dings. Und los. Okay. We have to board the Aurora, repair the long-range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keane, out. Wie krass. Das war nicht so eine schöne Nachricht. Wie heftig. Okay. Aber das ist so, das ist einfach so gut gemacht, weil das ist so eine bildschöne Insel und es passt einfach perfekt, finde ich, dass hier irgendwas haust, was grauenvoll und gruselig und angsteinflößend ist. Leviathan-Größe. Mhm. Ist vielleicht... Vielleicht will ich gar nicht wissen, was das ist. Ja, vielleicht finden wir es raus. Ich glaube fast schon. Die Zeit wird zeigen, was für Viecher da noch auf der Insel leben, beziehungsweise unter Wasser sind, weil ich denke, je tiefer wir kommen, desto ekliger werden die Dinge, die wir finden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier ist auch eine Hütte. Dann mache ich erst die, weil auf dem Berg hoch finde ich immer wieder zurück. Ja, und hier können wir vielleicht noch scannen. Das ist ja wirklich eine kleine... Das ist vielleicht eine Mehrzweckhalle, Dave. Ich wollte es auch schon, aber ich wollte es nicht aussprechen. Doch, na klar. Siehst du, ich reite auf den. Ich höre doch noch was. Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass du erst das Scannen übernimmst, weil ich echt Angst habe, dass wir aus dem Hinterhalt von irgendwas Furchtbarem angegriffen werden. Ja, deswegen will ich uns ja erst verteidigen und dann in Ruhe scannen. Das ist ja der Plan.
Ach, wie schön. Ja, aber vielleicht hast du gar nicht mehr die Chance, es zu verteidigen, wenn das so furchtbar ist, das Tier. Angriff, beste Verteidigung. Ja. Aber nicht automatisch erfolgreich. Ich glaube ja schon. Marmormelone. Sehr cool, dass du die scannst. Weil wir die dann vielleicht anbauen können. Ohne, naja gut, wahrscheinlich nicht ohne, dass wir einen Samen mitnehmen. Aber cool. Wir müssen ja eigentlich alle essen. Wir können ja echt dann zur Insel zurückkommen. Da. Wir können ja dann echt zur Insel zurückkommen. Diesmal können wir eine Boje hier lassen, dass wir sie wiederfinden. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, Inventar voll, ist klar. Ich schaue jetzt aber erstmal, klar, hier ist alles cool, ja, alles neue Pflanzen. Aber wir müssen doch die Werkzeugkarte scannen. Ich krieg gleich einen Anfall. Deswegen gehen wir da auch jetzt gleich rein. Ja, bitte, ich reiß mich schon so zusammen die ganze Zeit. Sei nicht nervig, sei nicht nervig, aber es muss sein. PDA-Data. Warte mal. Mehrzweckraum. Würdest du dann mal Mehrzweckraum. Kurz... Ja, sag ich doch. Yes. Oh yeah. Die violette Tafel will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, na, ich habe jetzt überlegt, vielleicht ist ein anderer Buchstabe oder so drauf. Weißt du, dass es so sprachenmäßig ist, dass wir vielleicht mehr verstehen. Aber es ist irgendwie immer das U. Ja. Stasi-Gewehr. Nice. Patentierte Technik ist super wichtig auf so einer verlassenen Insel. Da kann man Leute einfrieren, verlangsamen. Soweit es die physikalischen Gesetze erlauben. Ach, schön. Ja, okay. Ist ja witzig. Ich versuche jetzt mal alles zu scannen. Das ist ja alles für unsere Basis daheim wichtig. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen alles mit. Und die Baupläne gehen ja auch nicht verloren. Also selbst wenn uns jetzt irgendwas passiert, ich will es ja nicht beschreien. Wir haben volles Leben. Ich bin da eigentlich relativ entspannt. Das verstehe ich nicht, weil wir waren doch bei der Aurora und dann haben wir irgendwie kurz was gesehen und zack, waren wir weg. Ultragleitfläche Schwimmflossen haben wir den Bauplan. War hier oben noch drin. Oh, hier sehr drin gut. Versteckt. Wir werden richtig, richtig schnell und richtig, richtig ausdauernd. Nur langsam glaube ich nicht mehr, dass das alles random generiert ist. Das muss per Hand gebaut sein, dass du hier hochgehst, findest dann noch einen Bauplan, zufälligerweise, weil du dich traust, da hochzugehen. Jetzt Ach bist so. Du drin. Nein, das kann es ja schon fast gar nicht mehr sein, oder? Wegen den Nachrichten, wenn die so aufeinander folgen. Das schon. Ja. Das zweite triggert nach der ersten. Hm. Also die Quests. Weiß nicht. Ja gut, das stimmt. Das weiß man natürlich nicht. Wäre irgendwie cool, wenn man... wenn unterschiedliche Spieler quasi unterschiedliche Quests zu unterschiedlichen Zeiten bekommen. Mhm. Das wäre irgendwie so zum Austausch schöner. Nicht so, ah ja, da war ich schon längst, sondern so, okay, der hat die Info und der hat die Info. Ja. Ja, ist aber auch schwierig, ne? Also, das zu programmieren, meine ich. Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist es auch nicht so. Ich sag ja nur, wäre cool. Wäre schön. Bist du gerade auf die Nase gefallen, ne? Jupp. Also, ich würde jetzt erstmal das Außenbeetkasten. Wir können Bitte. Beete anlegen. Ja. Vor allem, weißt du, was mir gerade auch bewusst wird? Wir können ja nicht nur an unsere Basis dort, wir können ja vielleicht auch irgendwann über Wasser uns eine Basis bauen, auf einer Insel. Auf einer Insel ist auch ein komplett neuer Gedankengang Weil, für mich. Ja, für mich jetzt gerade auch, aber
Ich kann mir jetzt so ein Beet schwer in so einer Kapsel vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, aber jetzt steht es ja gerade auf einer Insel, also möglich ist es. Und dann ist es vielleicht auch uns möglich. Da ist noch eins. Und es ist wirklich ein Mikrofon. Ach, guck mal, sind das größere Raumkapseln? Weil das sind ja jetzt keine Rettungskapseln mehr. Ja, da glaube ich halt jemand. Aber ich glaube nicht, dass die da hingebaut wurden. Ich glaube, die sehen aus, als wären die runtergefallen, oder? Wobei das halt ein geiler Ausblick ist. Ist echt cool. Wow. Oh Mann, wie schön. Das ist echt schön. Innenbeetkasten. Den können wir auch in unserer Unterwasserbase bauen. Ist richtig. Aber mit diesem wunderherrlichen Ausblick beenden wir diese Folge. Und nächste Folge seht ihr das Ziel am Horizont. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und hoffentlich nichts Leviathan-ähnliches. Hoffentlich nicht. Aber vielleicht schon. Dann wird's aufregend. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.